Cinema Basics. Was ist eigentlich IMAX? Ständig hört man, dieser Film wurde in IMAX gedreht, dort wird ein Film in IMAX aufgeführt. Worum geht's dabei eigentlich genau? IMAX bezeichnet ein vom kanadischen Unternehmen IMAX Corporation entwickeltes Kinosystem, das mit Hilfe spezieller Kameras und Projektoren den Filmfans ein immersiveres Erlebnis bieten soll. Dabei kommen in den Kameras Filmrollen zum Einsatz, die mit ihren 70 mm größer sind als sämtliche derzeit gängigen Sensoren und Kamerafilme. Besonders die Lichtstärke und Bildschärfe der resultierenden Aufnahmen profitieren dabei. Aber erst wenn im Kino selbst auch die passenden IMAX-Projektoren stehen, macht sich der Mehrwert richtig bemerkbar. Das projizierte Bild ist schlichtweg größer als das, was von herkömmlichen Kameras und Projektoren auf den Leinwänden landet. Viele Fans sind begeistert und berichten von einer ansonsten unerreichbaren Immersion und von Kinoerlebnissen, die ohne IMAX nicht möglich wären. IMAX steht dabei übrigens für nichts anderes als Images Maximum. Auf Deutsch also einfach maximale Bilder. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Filme schon in IMAX gesehen habt. Ich war in London zum Beispiel in Blade Runner 2049 und es war großartig.